Am Samstag, den 2. November, fand die erste Begehung für die Planung des European People Festival 2014 statt. An diesem Wochenende kamen aus jedem teilnehmenden Land mindestens 2 Besucher. Nach einer Tagung wurden die Gäste herumgeführt, um sich ein Bild von den Veranstaltungsorten des kommenden Jahres machen zu können. Yes, and now we leave the school and go in the coach and he bring us to the other places for football and basketball, volleyball. Dieser Bus wird im kommenden Jahr für eine Woche zur Verfügung gestellt, um Gäste und Sportler zu den Sportstätten zu fahren. Ja, der Bus wurde kreiert von Schülern des städtischen Gymnasiums in Form, ja, im Rahmen einer Projektwoche. Jedes Jahr macht ja eine Schule ein Projekt zusammen mit Autokraft und kreiert einen Bus. In den letzten Jahren waren zum Beispiel Busse wie Bitte lächeln oder gegen Gewalt, gegen Rassismus. Und für 2014 ist das Thema eben Europe Crossing Segeberg. Für das Festival wurde dieser Bus dann kreiert. Nach Besichtigung der Dahlmann-Schule ging es mit dem Bus zum Karl-May-Stadion. Danach zur Kreissporthalle, in der Volleyball und Basketball stattfinden wird. Das EPF wurde 1992 als eine Veranstaltung zur Verwirklichung des europäischen Gedankens ins Leben gerufen. Es ist ein Zusammenschluss von zurzeit 15 europäischen Ländern, vertreten durch je eine Stadt. Seit 1994 ist Bad Segeberg die deutsche Vertreterin auf dem Festival. Einmal jährlich treffen sich die 15 Nationen mit jeweils einer bis zu 50-köpfigen Delegation für eine Woche in einer der Mitgliedsstädte zu sportlichen Wettkämpfen, Kochvorführungen und Präsentationen des Landes. Anschließend brachte der Bus die Gäste zum Stadion der Eintracht Segeberg. Bad Segeberg war bereits im Jahr 2001 Ausrichter des European People Festivals. Im kommenden Jahr wird unsere Kreisstadt vom 19. bis 26. Juli zum zweiten Mal Gastgeber sein. Als letzte Station wartete Möbelkraft. Nach einem gemeinsamen Foto der Head-Offs für die Presse begrüßen Möbelkraft-Hausleiter Peter Kruse und Restaurantmanager Sebastian Giese die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Möbelkraft wird im kommenden Jahr für die Dauer des Festivals die Verpflegung der rund 700 Teilnehmer kostenfrei übernehmen. Des Weiteren stellt unser größtes Möbelhaus Norddeutschlands einen Pavillon inklusive technische Ausstattung für die Kochwettbewerbe zur Verfügung. Wir sehen dem European People Festival 2014 gespannt entgegen. Auch SETV wird dieses außergewöhnliche Ereignis unterstützen, wenn es im nächsten Jahr heißt Europe Crossing Segeberg.